Hallo, ich bin es, heute mit einer neuen Kategorie für meinen Kanal, der Kategorie Reingeschaut. Diese Kategorie fand ihre Inspiration durch den Buchtoaster, der sich das mal gewünscht hat, dass ich was am Rhein drehe. Hier ist ein Video. Ja, das erste, was ich für euch machen werde, ist euch mal eine Minute irgendein Buch vorstellen. Ich habe hier so eine kleine Kiste, in der sind Leseproben. Ich werde jetzt einfach mal willkürlich irgendeine auswählen. Ihr seht, ich gucke nicht hin, also ich weiß gar nicht, was ich hier habe. Und es ist das Licht zwischen den Meeren. Hui, worum geht's denn hier? 1926, Janus Rock. Auf einer abgelegenen Insel in Western Australiens arbeitet Tom Sherburn als Leuchtturmwärter. Und nur eins trübt ihr Glück, sie kriegen kein Kind. Bis sie eines Tages ein Kind finden in einem Ruderboot. Doch zwei Jahre später kehren sie aufs Festland zurück und müssen feststellen, dass sie das Leben eines anderen Menschen zerstört haben. Ich werde euch jetzt einfach mal so eine Minute oder sowas aus dieser Leseprobe vorlesen und ich hoffe, dass es euch doch gefällt. Teil 1. 27. April 1926. An dem Tag, als das Wunder geschah, kniete Isabel gerade an der Kante der Klippe und pflegte das neue Grab mit dem kleinen, aus Treibholz gezimmerten Kreuz. Eine einsame, dicke Wolke zog langsam über den Spätaprilhimmel, der sich wie ein Spiegelbild des Ozeans über die Insel spannte. Isabel glättete die Erde rings um den gerade gepflanzten Rosmarinbusch und goss ihn. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, flüsterte sie. Einen Moment lang gaukelte ihr Verstand ihr vor, sie habe das Schreien eines Kindes gehört. Doch sie tat das als Sinnestäuschung ab. Stattdessen blickte sie hinüber zu dem Schwarm Wale, die sich auf die Küste zubewegten, um dort im wärmeren Wasser ihre Jungen zu werfen. Wenn die Tiere hin und wieder auftauchten, durchbohrten ihre Schwanzflossen das Wasser wie Nadel in einer Stickerei. Wieder hörte Isabel Geschrei, diesmal lauter, das von der frühmorgendlichen Brise herangetragen wurde. Das konnte nicht sein. Ich hoffe, euch hat diese kleine Leseprobe gefallen. Lasst mir doch ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich werde in der Kategorie Reingeschaut nicht nur Leseproben vorstellen, sondern noch ein verschiedenes anderes. Und bis demnächst.